Hallo ihr Lieben, und da bin ich für eine neue Wochendekoration. Wackelt das jetzt noch? Nee. Und ja, ist in den Traveler Notebook. Jetzt muss ich noch die Seite raussuchen. Das war's, genau. Meine Nägel habe ich jetzt nicht gemacht. Ich hatte keine Lust dazu, deswegen sehen die jetzt ein bisschen abgeknappert aus. Aber es macht ja nichts. Wir wollen auch die Wochendeko machen. So. Ich habe Wrap-Ons von Jane Davenport. Das ist eine Künstlerin halt, die ich richtig cool finde. Und die möchte ich gern benutzen. Und ich wollte noch was benutzen, was ich gerade nicht weiß, wo ich es hingetan habe. Wo ist es denn? Nämlich eventuell diese Noten. Weiß ich nur nicht so richtig, ob das passt. Ich reiße mir das jetzt erstmal zurecht. Ich reiße das, und schau einfach mal, wie das aussieht. Also ich falte das jetzt einfach nur und reiß. Weil ich das Ganze haben möchte, ich möchte es nicht irgendwie gerade abgeschnitten haben. Ich hoffe, das funktioniert so, wie ich mir das denke. Wenn nicht, werde ich mich ärgern. Und ich ärgere mich? Nein, tue ich nicht. Aber es hat noch ein Stück weggekonnt. Ich glaube, jetzt muss ich doch schneiden. Oder ich nehme nur ein Stück. Weil ich möchte diese Sprüche nicht drauf haben. Sondern wirklich nur die Noten. Ich glaube, ich knicke das jetzt nochmal um. Also das reißen sie gerade nicht, weil ich das an der Kante halte. Ich habe so ein bisschen Angst. Und ich mache mir noch eins ab. Das hatte ich mal in einem Tauschbrief drin von der Liebe ist krass auf Instagram. Und das möchte ich jetzt eben gern benutzen. Ich muss doch noch ein Stück abmachen hier unten. Ich denke, das passt ganz gut, so ein Mix hier irgendwie. Was ich aber gerade feststelle, nee, ist so ein Reichweite, mein Kleber. Ich bin so unvorbereitet heute. Naja, ich habe gerade mal Zeit gefunden, weil ich wieder so einen blöden Dienst habe, wo ich irgendwie überhaupt keine richtige Zeit habe. Ich möchte die Dame irgendwie so hier drauf haben. Jetzt weiß ich nicht, ob das so groß ist, ob ich hier. Ich denke, ich werde es ein bisschen kürzer machen, wo das hier aufhört. Ich versuche es zumindest, dass ich es genau erwische. Das sieht gut aus. So. Jetzt fehlt zwar hier hinten irgendwie so ein bisschen Rand, aber das ist nicht schlimm. Da möchte ich nur einen kleinen Streifen. Ja, ich denke, das ist ganz cool. Ich denke, ich würde das hier abreißen. Ja. Jetzt überlege ich gerade, ob ich den Rand sichtbar lasse oder das überdecke. Ich denke, ich lasse es so. Jetzt brauche ich nur noch Kleber. Oder ich bin gerade am Überlegen. Doch. Kleber. Mal gucken, was das wird hier. Schauen wir mal. So. War das jetzt komplett drüber? Ich weiß es jetzt gar nicht mehr. Ich klebe es mal bis zum Rand. Ja, nicht ganz, macht nichts. Ach, das vor so gut der klebt, der Kleber, umso schlimmer ist es eigentlich, wenn man da drauf ditcht. Aber das kriegt man noch gut mit dem Radierer weg. So, Schere.
Warum suche ich mir eigentlich immer sowas aus mit dem Abschneiden? Ach ja. Ich hoffe, ich bin nicht mit meiner Funzel nicht wieder dran. Das mache ich irgendwie gerne. So. Ich glaube, jetzt müsste ich es auch so kurz machen, oder? Ich nehme die kleinen Streifen hier. Nee, ich nehme auch den großen. Machen wir auch kurz, damit das gleich aussieht. Oh Gott. Den Falten habe ich es heute auch nicht. Ach, was ist denn jetzt los? Schief und Schöps. Naja. Kunst muss ja nicht alles gerade sein. So. Aber jetzt will ich den. Ja, schlauerweise den Notenschlüssel mit drauf haben, aber. Aber. Ich wollte eigentlich auf der Seite irgendwie Mädchen haben. Aber das ist wahrscheinlich dann zu extrem hier irgendwie. Ich gucke jetzt erstmal, wie es aussieht. Ich mache das jetzt einfach und. Mal sehen. Wie es zum Schluss aussieht. Ich mache jetzt mal nicht so viel Kleber drauf. So. Zack. So, und ich glaube, dass es klebrig ist. Jetzt muss ich kurz gucken. Ja, es klebt. Das heißt, ich kann es nicht drüber halten. Ich probiere es jetzt mal kurz an der Ecke. Ja, ich habe ein bisschen Angst, dass das abgeht, was ich nicht brauche. Deswegen muss ich jetzt mal das hier grob ausschneiden. Manche sind so ein bisschen zusammen. Diese, ich denke, es sind wie Fingerabdrücke irgendwie mit einer Farbe. Deswegen. Muss ich ein bisschen gucken, was zusammengehört und was nicht. Zum Beispiel hier das Mädchen, da gehen die Haare an den Punkt mit rein. Das gehört dann irgendwie zusammen. Die zwei Punkte gehören nicht zusammen. So. Jetzt weiß ich nicht, ob ich unten drunter vielleicht noch wirklich diese Punkte da mache. So ein bisschen, dass da Farbe ist. Mal gucken. Oh ja, ich probiere das jetzt einfach. Jetzt muss ich das abschätzen. So, das mache ich sehr gut. Ich würde das ein bisschen drüber haben. So, hier hin. Eigentlich habe ich hier irgendwo ein Eisstäbchen dabei. Das müsste doch so auch gehen, oder? Schön ist, dass es durchsichtig ist, dass ich so ein bisschen gucken kann mit den Punkten. Jetzt weiß ich nicht, ob ich hier unten noch einen hinmache. Ich weiß, das sieht ihr wahrscheinlich jetzt nicht richtig. Ich müsste hier oben eigentlich irgendwie so einen hinmachen. Machen wir auch. Den machen wir hier hin. So, und jetzt kommt das Mädchen. Aber ich glaube, jetzt werde ich gleich mal das Eisstäbchen raussuchen. Wie hat es denn jetzt gehalten? Boah. Oh, bleib hier. So. Und hier irgendwo ist das Eisstäbchen hier. Komm raus, wir brauchen dich. Kann ich gleich mal die andere Packung noch rausholen. Ja, ob das so gut ist mit dem Eisstäbchen, das ist ja das auch die Frage. Die Künstlerin, die hat übrigens noch mehr. Ich weiß leider nicht mehr, wo es bestellt hat. Ich bin gerade am Überlegen. Papiera, glaube ich, heißt der Shop. Das ist schon eine Weile her. Es gibt noch andere
Motive. Einmal glaube ich nur verschiedene Farbkreise und dann Muster und noch irgendwas, irgendwie mit Gesichter. Und dann hat sie wie so eine Demo unten drunter. Da klebt sie quasi, also rubbelt dieses Gesicht auf eine Leinwand und zeichnet dann Rest irgendwie nach. Also voll cool gemacht. Ich muss mal gucken, wann ich es finde. Verlinke ich es euch. Ich weiß es leider nicht mehr. Ich glaube, es war Papierer oder so. So, jetzt schauen wir mal. Okay, hier oben. Warum geht das nicht ab? Das ist ja komisch gerade. Das macht sich ein bisschen schwieriger. Warum auch immer. Da bleibt irgendwie die Hälfte nicht kleben. Warum das denn? Irgendwie will der Streifen hier nicht kleben. Ja, ich weiß es nicht. Irgendwie. Das wäre blöd, wenn das jetzt nicht so funktioniert. Oh, dann würde ich mich ärgern, wenn ich hier nur die Hälfte drauf habe. Ich weiß aber auch nicht, warum das nicht. Jetzt klebt es. Wieso, wie doll soll ich denn hier drüber rubbeln? Gerade ein bisschen blöd. Ach, so anstrengend habe ich mir das jetzt nicht vorgestellt. Aber doch ganz cool geworden. Das ist wie, als ob hier das Papier mit abgegangen ist. Warum das denn? Machen wir hier mal ein Stück Kleber drüber und hoffen, dass es klebt. Jawohl. Ja, das sieht schon nicht schlecht aus. Aber es geht ein bisschen bescheiden ab. Ja, ja, okay, gut. Cool ist es aber. Jetzt weiß ich nicht, ob ich das Mädchen hier noch mit hinmache. Das ist extrem groß. Oder ob ich sage, gut, okay, ich mache die Lady einfach noch mit ihr hin. Ich denke, das ist besser. Das ist, die ist so groß, die hebe ich mir mal auf. Ich mache mal das Mädchen ab und hier hängt zum Beispiel das Lila mit dran. Das heißt, das Lila muss ich mit ausschneiden. Ich hoffe, die geht besser ab. Auf jeden Fall habe ich hier wieder einen Punkt, den ich wieder mit verruppeln. Das ist auch gut, ne? Das ist genau im Knick. Ob ich das so halb-halb machen kann. Ich habe noch hier. Ich mache das hier hin unter der Blume. Ich versuche die mal auf der anderen Seite irgendwie mit drauf zu machen. Ich will mal gucken, ob das funktioniert. Jetzt habe ich erstmal den grünen Punkt hier. Muss das ungefähr wieder abschätzen. Dahin. Ich glaube, es geht vielleicht doch besser mit dem Finger. Ich weiß auch nicht. Irgendwie schon, ne? Der Gelbe passt irgendwie nicht, das ist so extrem. So, auf ein neues. Mit einer großen Lady. Zack. Und ich versuche jetzt erstmal, das habe ich die Ecke zu rufen. Ich hoffe, das klappt. Wahrscheinlich gerade nicht so spannend, mich hier drauf rumpubbel, aber ich habe es mir nochmal rausgesucht jetzt. Jedenfalls sieht man hier besser gerade mit dem Daumen, wie das
Diese Ablöse kennt ihr bestimmt, wenn er mit der jeder mal Rubbelbilder irgendwie gemacht haben. Dass man das so sieht, wie das glänzend wird. Dann weiß man, aha, jetzt klebt es so. Jetzt ist die Kunst um die Ecke hier. Okay, fehlt ein Stückchen. Lege ich das noch ab. Es hängt noch irgendwo hier. So, okay, hier noch ein Stück. Jetzt ist es ab. Hier hängt noch was. Ah, die geht auf jeden Fall besser ab, die Lady hier. Ja. So, jetzt kommt hier die coole Ecke hier. Ich glaube, das liegt echt an dem Knochenpapier. Ja. So eine Ecke. Sieht gut aus. Jawohl, da ist er. Und um die Ecke gerubbelt. So. Wie machen wir weiter? Das passt irgendwie nicht. Ich muss jetzt irgendwie in der Richtung bleiben. Ich finde es auch irgendwie leer. Ich muss eigentlich die ganzen Dinger hier irgendwie noch verteilen. Oh Gott, jetzt ist es abgegangen. Bleib hier. Ich mache einfach mal drauf los weiter. Mal gucken, was rauskommt. Ja. So. Was kann ich denn hier noch benutzen? Die fand das Ticket eigentlich voll schön, aber das passt irgendwie zu dem Papierton nicht hier. Nee. Nicht. Habe ich denn noch irgendwie Zeitungstipp, was passen könnte? Ich hatte eigentlich mir irgendwas zurechtgelegt. Dieses, na, das ist so braun. Das muss ich noch abbekommen. Das könnte man eigentlich auch irgendwie drunter machen. Das ist dieses Da Vinci Tape, aber das Braune ist halt ganz cool. Das mit der abbekommen hier irgendwie. Recht gerade, jawohl. Eben dieses Braune. Reißen wir auch gerade nicht so. Einmal. Ja. Sehr schlau gemacht gerade. Ein bisschen zu groß. Reißen wir es mal kleiner. Eigentlich das ist so eine komische Schrift. Man sieht gar nicht, ob das jetzt richtig rumgeklebt ist oder nicht. Das ist aber, denke ich, auch egal. Hier ist noch ein Stück von dem anderen. Gib es ab. Nee. Ach, ich kleb, weil klebt schon wieder Washi-Tape. So. Braun, grün. Ich weiß nicht. Grün. Passt grün. Ist der Benjamin? Nee. Das ist auch braun. Aber.
Ich rubbel jetzt erstmal das hier drauf. Ich hoffe, es hält auf Washi. Mal gucken. Wieder nicht ab. Ach, ist das kompliziert, ja. Ein bisschen abgegangen vom Washi, das ist ja doof. Bleib kleben jetzt. Oh, Angstzustand. So. Schneiden wir es mal ab und schauen, wie es aussieht. Ich hänge bestimmt wieder mit meiner Funzel drin, es tut mir leid. Und ich merke schon, das Video wird bestimmt wieder ellenlang. Das wird bestimmt wieder lang. So. Ich glaube, ich verteile jetzt einfach nur noch so ein paar Pünktchen hier. Lasse ich gleich am Stück, das finde ich ganz cool. Fehlt irgendwie was. Ach, das. Ich hasse das. Chance, dass mir etwas fehlt. Das sieht so leer aus irgendwie da in der Mitte. Jetzt muss ich mir mal Tape hier abmachen, ob da nicht noch irgendwas ist, was ich benutzen kann. Und wenn ich nämlich nochmal vorarbeite an dem Braun, jawohl, da ist es. Haken wir mal an der Seite und dann habe ich hier noch mal schönes Tee, was ich nutzen kann. Ich muss irgendwas hin, ich hasse das. Ich habe noch ein Stück. Das machen wir hier unten hin. So rum oder so rum. Das muss ein bisschen voller werden, aber ich glaube, ich mache das nochmal kürzer. So. Ja. Ja, ich finde, in dem Traveler Notebook kann man nicht so wirklich irgendwie eine Deko planen. Das wird eh immer
anders, als man denkt, finde ich. Also ich kann es nicht so richtig planen. Kriege ich nicht hin. So. Ich glaube, ich halte das jetzt einfach so dran. Ich weiß nicht, warum das jetzt nicht erkleben bleibt. Das ist ein bisschen bescheiden. Der Vogel ist eigentlich auch ganz witzig. Ich glaube, den mache ich irgendwo noch hin. Erstmal die Pünktchen hier. Mit den geschriebenen, ich weiß nicht, was da drunter steht. Ich kann es nicht lesen. Doch. Burnt Sienna, da sind die Farben drauf geschrieben. Ja. Mit den tollen Pünktchen hier. Farben stehen geschrieben drauf, die noch nicht mal halten möchten. So. Und ich mache den Vogel ja noch hin. Der klebt zusammen mit einem Punkt. Obwohl der hier auch gut kommt. Hier. Okay, entschieden. Kommt hier hoch. Das finde ich auch ganz praktisch, wenn man so dann durch die Kamera mal gucken kann und das Gesamtbild sieht, wenn man so davor sitzt. Sieht man es doch nicht immer ganz, finde ich. Also ist mein Gefühl so. So, geht da ab ganz. Hängt es noch irgendwo? Ja. Da hängt es. So. Jawohl. Jawohl, jawohl, jawohl. Habe ich jetzt echt schon beide Bögen zerschnippelt? Tatsache. Müssen wir hier noch irgendwie ein paar Pünktchen hinmachen. Ich habe jetzt zwar noch so ein kleines Mädchen, aber das passt nicht so. Eigentlich jetzt noch so ein paar Pünktchen verteilen. Viele Pünktchen habe ich nicht mehr übrig. Es sei denn, hier sind noch irgendwo welche versteckt. Hier ist so ein gelber, der passt irgendwie nicht. Also nehmen wir die Farbigen. Und teilen die hier noch. Ich bin ja mal gespannt, wie warm das morgen wird. Morgen ist, glaube ich, der heißeste Tag in der Woche, oder? Oder ist übermorgen? Ich glaube, übermorgen könnte auch sein. Schade, den sieht man gar nicht so, den hellen, oder? Nicht wirklich. Da hätte ich ja einen gelben Punkt. Ach, ich verteile jetzt einfach alle Punkte. Einzeln ist dann auch Quatsch. Huch. Die verteilen wir jetzt einfach mal. Maschine wieder nicht. Also auf dem Washi will es nicht so ganz gleich halten. Rübertupfen. So, wo hatte ich den kleinen gelben? Den muss ich jetzt noch irgendwie hinsetzen, dass das irgendwie gleich aussieht.
kann ich hier oben noch mit hinsetzen. Finde ich cool. Mache ich auch. Ich versuche jetzt alles zu benutzen, außer die kleine Lady. Das wird nichts. Hier ist irgendwie was Schwarzes drauf. Geh weg. Eigentlich hätte ich da echt doof kaufen können, aber die waren auch echt teuer, muss ich sagen. 5 Euro, die Dinger. Also die Rubbelbildchen hier. Für ein bisschen rubbeln, aber naja. Ui. Es klebt schon wieder da oben. Ui, du wirst ja jetzt wieder abgehen hier, oder? Oh nein, Leute. Oh nein, was ist das? Oh, ich krieg die Krise. Nein, bitte nicht. Was ist das denn? Warum geht denn das denn ab? Oh, ganz vorsichtig, ganz vorsichtig. Bitte nicht. Oh, schaut euch das an. Oh, das ist ja deprimierend. Zum Glück habe ich das wieder relativ gerade abbekommen. Oh, das ist sehr ärgerlich. Mal kleben. Ei. Also, ihr habt gesehen, über drüber rubbeln ist doof. Aber zum Glück habe ich das hier vorsichtig wieder abbekommen. Oh, mein Herz hüpft in die Hose. Schreck, lass nach. Hier hängt ein kleines Stück hängt, aber es fällt nicht auf. Mann, das ist ja doof. Das ist ja echt doof. Also es ist noch ganz. Es fehlt hier nur eine kleine Ecke. Schreck, schreck, schreck. Und das hier? Mann, 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 mein Herz, mein Herz, mein Herz. So kleine Punkte drunter, das ging ja aber. Mann, meine Güte. Mein Herz. Jetzt habe ich gleich Angst hier irgendwie noch. Noch was drüber zu machen, dass es gleich wieder abgeht. Ich habe irgendwie in der letzten Zeit oft irgendwelche Pannen. Das ist nicht lustig. Das macht doch keinen Spaß. So, wenn hier der Punkt abgeht, ist es mir relativ egal. Aber da oben mal. Hier geht's gleich gar nicht ab, ist auch gut. So. Habe ich jetzt noch was? Hier ist noch ein Punkt. Ohne Mädchen drauf machen. So. Hier ist ein Haar von dem Mädchen. Von uns habe ich es noch gesagt. Weg
dieses. Mein Herz, Mensch, kommt gleich gar nicht drüber weg. Aber ich hatte es ja gleich geschafft mit Rubbeln. Gleich bin ich durch. Ich versuche das jetzt alles ein bisschen schneller zu machen, dass ja nichts hängen bleibt. Ich glaube, das muss man gleich alles so schnell machen. So, ich bin jetzt erstmal fertig mit Ruppeln. Werde jetzt das Chaos hier beseitigen und fix stempeln und dann zeigen ich euch das nochmal kurz. Bis gleich. So, und ich Schlaumeier habe gerade gedacht, ich filme weiter. War nicht der Fall. Ich habe vor mich hingelabert. Ja, ich habe hier noch Washi hingemacht, weil ich es gestempelt habe und schön drauf reingetatscht habe. Ja, heute ist irgendwie der Wurm drin. Nun ja, das ist es jedenfalls. Ich hole euch mal näher ran. Ups. Und ich muss sagen, oh, gefällt mir ganz gut. Das, also die finde ich irgendwie am coolsten irgendwie. Ja. Dann war es das jetzt auch schon. Genau. Irgendwie weiß ich gerade nicht mehr, was sagen sollte. Ich weiß auch nicht mehr, was ich gesagt hatte. Ich hatte auf jeden Fall mit euch schön gerötet, ja, und ich weiß es nicht mehr. Das ist es auf jeden Fall. Ach ja, genau. Ich werde eventuell jetzt, ich denke, am Wochenende, ich weiß nicht, ob ich es schaffe, ein Haul mal machen, was sich so mal angesammelt hat. So in der letzten Zeit. Ich hatte ja den letzten Haul. Boah, das ist schon eine Weile her. Ja, nun ja. Ja, gut, ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich weiß es gerade nicht mehr weiter. Und würde sagen, bis zum nächsten Mal. Und ja, genau, bis zum nächsten Mal. Tschüss.